Halli, hallo, Hallöchen, mein Niggas. Nein, ich wollte auch mal cool sein. Willkommen zurück hier bei GTA 5. Wir schauen mal, was wir so machen können. Haben wir schon... Wir hatten doch letztes Mal was gehört von diesem Fragezeichen, glaube ich. Wo aber... keines von auf der Karte irgendwie zu sehen ist. Ich gerade feststellen muss. Ich würde mal sagen, wir begeben uns mal zu einem Friseur. Ist doch hier, glaube ich, das ist doch, glaube ich, ein Friseur, ne? Genau. Weil ich nämlich einmal schauen möchte, was wir da so ändern können vielleicht noch bei uns. Und irgendwie frage ich mich gerade, wo unser Auto hin ist. Das war doch eigentlich das letzte Mal hier, oder? Komisch. Es ist verschwunden. Strange Sache, strange Sache. Haben wir denn hier hinten irgendwo eins? Okay, das sieht nicht so aus. Gut, dann müssen wir wohl uns eins besorgen. Das geht ja dann nicht anders, ne? So, mal gucken. Oh nein, jetzt haben die Grünen. Komm, gib mir mal dein Auto. Hallo, steck ein. So. Wir müssen ja eh hier abbiegen. Okay. Und die nächste links. Bevor ihr euch wundert, ich habe das Radio ausgemacht, da ich nämlich in den ersten beiden Videos Content-ID-Treffer hatte. Und das muss ja jetzt nicht wirklich sein. Deswegen habe ich das Radio einfach mal ausgeschaltet. Ey! Nimm mir doch nicht die Vorfahrt. Ich habe immer Vorfahrt. So. Ich bin mal gespannt, was man bei dem Friseur so machen kann. Hey, das ist ein Motorrad. Irgendwie, so Motorräder finde ich schon cool. Ah, Alter. Hey, biegt der da einfach ab? Ich hatte wahrscheinlich rot, aber trotzdem. Ich darf immer zuerst fahren. Ich darf immer zuerst fahren. So, und hier einmal rechts rum, bitte. Sind wir ja schon fast da. Wieso schreien die denn so? Hat doch überhaupt nichts gemacht. Ah, komm, fahr schon. Ah! Alter. So, hier irgendwo müsste der Friseur sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die hier aufhaben. Es ist ja abends, aber es sieht so aus. Looks good. Yeah, I like it. Now I'm telling you, if you don't sleep in that hairnet, you're gonna wake up with your brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See ya. Okay. Drücke E, um deinen Haarschnitt zu ändern. Okay, wir gucken mal bei Frisuren. Wie viel Geld haben wir denn? Okay, wir haben ja richtig viel wegen diesem... Bonus, den ich durchs Vorbestellen hatte. Oh Gott, das sieht ja scheiße aus. Das sieht auch ein bisschen blöd aus. Das sieht irgendwie aus wie so ein Leopardenmuster oder so. Das ist irgendwie sowas ganz normales. Afro. Oh Gott. Rasiert.
glaube, rasiert passt es mal am besten. Ja, das ging ja schnell. Okay, dann gucken wir mal nach den Werten. Das sieht schon mal ganz cool aus. Oh Gott, ach du Scheiße. Ich glaube, der hier ist gut. Okay, die schnibbelt an dem rum und dann wächst ihm ein Bart. Das ist ja auch sehr interessant. Okay, ich glaube, jetzt sehen wir ganz gut aus. So. Was? Ach so. Ja, wir überschreiben das mal. Das ist schon in Ordnung. So, dann glotzen wir mal einmal auf die Karte. Ach, da haben wir so ein Fragezeichen. Fremde und Freaks. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal da weiter. Und dann setzen wir mal unseren Navi dorthin. Und steigen wieder in unser Auto, das ich übrigens sehr hübsch finde. Okay. Dann mal einmal hier umdrehen. So. Ich frage mich ja, ob wir jetzt schon eigentlich die Charaktere tauschen können oder ob das erst später kommt. Also ob wir erst noch ein paar Missionen machen müssen, bis wir wechseln können. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erst mal ein bisschen mit Franklin noch weiter. Selbst wenn wir jetzt wechseln könnten, damit wir jetzt mal so ein bisschen das Gefühl kriegen für die Charaktere. Ach Leute, fahrt doch über Rot. Danke, dass ich vor durfte. Oh. Wo ist nochmal Platz da? So, und hier wieder dort rum. Hui. Ah, da ist der Motorrad. Irgendwie so, manchmal hupen die ohne Sinn und wenn man dann aber eigentlich einen Grund hätte zu hupen, dann hupen die nicht. Das finde ich irgendwie sehr komisch. Okay, da sind wir ja schon hier. What? What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on, Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Okay. Financing? Wir müssen scheinbar irgendwie ein Auto zurückholen, weil jemand in Zahlungsrückstand ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also, dann mal auf. Ich weiß gar nicht, ob wir uns jetzt einfach auch ein Auto von ihm hätten nehmen können oder ob der das jetzt irgendwie als Diebstahl ansehen würde. Ich habe keine Ahnung. Kann man ja mal irgendwann ausprobieren. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir fahren müssen. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil ich finde das ganz cool hier, so mal ein bisschen zu gucken, wie es hier so aussieht. Alter, was will der? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps.
I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Okay, also der war wohl scheinbar nicht so begeistert, dass wir das Motorrad, was wir letztens da besorgt haben, für uns selber in Beschlag genommen haben. Wir sind ja schon bald da. Obwohl, das sieht hier ganz nobel aus, müsste ich mal so behaupten. Hallo? Finde einen Weg ins Haus. Ist unsere Aufgabe. Okay. Können wir nicht einfach hier durch? Schalte den Gärtner aus. Wie soll ich das denn machen? Oh, okay. Okay, das war jetzt also unser Ausschalten. Kommen wir hier rein? Oder müssen wir hier irgendwie... Ah, okay. Okay, hier kommen wir nicht rein. Was ist hier mit dem Fenster? Alter, was macht der denn da? Du Vollidiot, ey. Was können wir denn hier hochklettern vielleicht? Nee, okay, scheinbar nicht. Was ist hier mit der Tür? Okay, die ist abgeschlossen. Aber wir haben ja hier irgendwie einen blauen Punkt. Also irgendwie müssen wir, glaube ich, hier irgendwo rein. Schauen mal hinterm Haus. Was ist hier? Ha, auch nicht. Was haben wir? Hinten einen schicken Pool. Okay, vielleicht hier durch die Hintertür. Auch nicht. Na, sowas. Auch nicht. Okay. Drücke Leertaste, um über das Auto auf das Dach zu klettern. Welches Auto? Ach so. Okay. Ich bin jetzt nur gerade verwirrt, welches Auto hier... Ach so, das Auto da ist gemeint. Okay. Oh, hier ist ein offenes Fenster. Jimmy called me a bitch. You tried to knife attack me? Okay, vermeide es, Bewohner zu alarmieren. Okay. Ich frag mich nur. Müssen wir jetzt hier runter? Ja. Okay. Thank you, Coach. Oh. Okay, wie kommen wir denn da in die... You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. No, you're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. Leute, ihr seid irgendwie... ...bisschen eklig. I think I'm getting it.
Okay, wir müssen hier lang. Und jetzt, glaube ich, einsteigen, oder? Ha! Wir haben das Auto bekommen. Boah, weg da. Oh, was will der denn wieder? Ach so, wir rufen ihn an. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Na, geh schon weg. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Huh? Look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. You idiot! Okay, der hat sich da scheinbar versteckt. Wo muss ich denn jetzt hinfahren? Hä? Ach, da vorne ist der Punkt. Wuhu! Einmal hier runter. So. That the place? Yeah, that's the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Okay, fahre durch das Fenster des Autohauses. Oh Gott, der wird uns töten. Ach so, das Fenster da. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. But get out of here, kid. You motherfucker! I won't be treated like this! Verprügle Simeon. Yeah. Das machen wir doch gerne. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! Ups. Was hab ich jetzt? Oh, ich hab aus Versehen die Mission übersprungen. Das tut mir jetzt sehr leid. Okay, jetzt sind wir Michael. Alles klar. Okay, jetzt ist es möglich, dass wir wechseln. Okay. Ich würde sagen, wir suchen uns hier mal eins der Autos aus. Ich bin irgendwie mega für dieses hier. Ja, ich würde sagen, weiter machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.